Schaffen es nicht umzusetzen. Ihr habt es einfach geschafft. Wenn es für euch, wenn ihr könnt, danke. Das wurde jetzt schon oft gesagt. Das wird zu den zweiten Varianten können. Das, was mit Bedarf auch weniger Wort ist, einfach nur so kein. Das Gefühl. Wer hatte denn den ersten Impuls für das Projekt hier? Von euch? Was für ein schönes Kind wird aus Italien gedacht. Ich weiß, wer hier so gemeint ist. Tja, wenn wir anfangen, ich fühle mich gerade noch so gerührt. Ja, wir haben da angefangen. Hier in diesem Haus haben wir angefangen. Anfang letzten Jahres, wir haben den Mietvertrag Mitte Januar unterschrieben. Für diesen Raum und die drei anderen, ohne einen Pfennig Geld in der Tasche zu haben. Und keine Ahnung, wo wir das Geld herkriegen. Letztendlich sind es dann, ich weiß nicht, 25.000 Euro. Wir haben 8 Euro von unseren Elternkredit bekommen. 10.000 Euro hat uns eine Freundin geliehen. 3.000 Euro wurden gespendet für den Spendenaufruf. Es kamen wirklich 3.000 Euro zustande. Und ich so davon angehabt, wir hatten immer nur so viel Geld, wie gerade die Schritte dran waren. Also wie aus so einem Buch eigentlich. Schritte gehen und das, was rauskommt. Das ist eine interessante Stelle, die sie jetzt erzählt hat. Erst dachte ich, das ist eigentlich schon typisch männlich, aber nicht die, so die Finanzen zu sprechen. Dann dachte ich, passt aber irgendwie gerade ganz gut. Dann kann ich ja den anderen Part einnehmen. Ja, also.
Vorher hätte ich mich auch nie getraut, das Lied sofort zu unterschreiben. Und es war eigentlich die Victoria, die so eine Präsenz dafür geschaffen hat. Dass der Weg beim Gehen entsteht. Victoria hat mir schon so oft gesagt, so in meinem Leben, wie ich sie jetzt kenne, wir kennen uns seit Anfang 2006, die eigentliche Geburtsstunde dieses Projektes, das gab es ja auch schon vorher, und sie hat immer gesagt, denke groß. So habe ich mich tatsächlich an der Stelle auch gefühlt. Habe ich mich an dieser Stelle, als sie den Liedvertrag unterschrieben haben, eigentlich auch gefühlt unter ihre Obhut gestellt. Ich habe mich teilweise einfach in ihr Vertrauensfeld eingeklinkt, in ihr Königinnenfeld. Weil ohne dieses Feld wäre ich wahrscheinlich amok gelaufen. 20.000 Euro, oh Gott, Untergang. So. Weil ich habe ja jetzt auch viel mit den Finanzen zu tun in diesem Projekt und ich merke, wenn ich das losgelöst von dieser weiblichen Energie angehe, das Thema Geld auch, das wird nur krank. Es ist unendlich anstrengend. Es ist schneidend, es ist hart, es ist eckig. Es kommt mir vor wie Geschosse. Also mit diesem Geld, es knallt ständig. Es wird eigentlich ständig geschossen. Man fühlt sich bedroht und ängstlich. Das könnte einen ja erwischen. Ja, und im Grunde genommen ist es toll, dass ich das jetzt erzähle, weil das kommt jetzt gerade tatsächlich ganz live in mir eigentlich hoch. Ich habe das so noch nicht gesehen vorher. Ich habe nicht gesehen, dass du eine mütterliche Qualität hast, die eigentlich sagt, es wird schon gut, es ist für alle gesorgt. Vielleicht hat jemand Lust, eine Frage zu stellen. Kommt mir der Impuls? Ja, also die erste Frage, die sich aufdrängte, ist so, ja Mensch, wenn dann plötzlich das Geld da ist, das muss ja was mit euch machen. Also weil ihr habt offensichtlich ja das Risiko eingegangen und dann kommt es plötzlich. Also wie war das dann? Das muss ja unglaublich bestätigend und bestärkend sein. Also genau diese Größe nochmal noch mehr anreichern dann, oder? Stelle ich mir das vor. Wie war das für euch? Das ist ja eine Anerkennung. Und da kommt ja was ins Fließen plötzlich. Na, ich weiß, als wir diesen Spendenaufruf gemacht haben,
als wir das Thorsten hat eigentlich nur so nebenbei mal ins Konto, auf den Kontostand geguckt. Wir haben gar nicht so sehr an diesen Spendenaufruf gedacht oder eher. Und wir waren da auch ein paar hundert Euro drauf. Innerhalb von 2-3 Tagen. Und sogar jemand, der 500 Euro überwiesen hat, von dem wir überhaupt, den wir gar nicht kennen. Das war, glaube ich, der höchste Einzelbetrag. Und da haben wir gesessen und kann ich mich daran erinnern, so ein bisschen, da liefen die Tränen über so. Und ich glaube, alle Male danach, wo Geld zu uns kam, also bei mir auf jeden Fall war es, war ich eigentlich schon in so einem Funktionieren drin. Hatte so Eigendynamik. Ich glaube, da liegt ein bisschen so ein Grundproblem. Das ist jetzt schon was, ja, was Intimes, was ich hier irgendwie auch preisgebe. Als Gefäß sehr viel für mein Gefühl sehr viel Energie aufwenden muss, um den Thorsten für die Möglichkeiten, die da sind, zu begeistern. Gefühlt ist es für mich so, dass unser Weg, das alles hier zu tun, sehr viel leichter sein könnte, wenn mehr Glaube an Wunder da wäre. Und dieser Glaube, der macht das Leben einfach, da wo es echt schwierig und eng ist, das ist halt einfach so, wir haben echt einen engen Alltag und das ist viel und wir könnten es uns eigentlich so schön machen, indem wir uns und Thorsten ist da für mich wie so ein, der ist wie so ein Betonklotz irgendwie. Lass dich begeistern, Mensch. Recht hat er zu Recht. Weil jetzt erzähle ich noch was. Ich hoffe, wir haben heute dann keinen Krach. Nee, deswegen sowas nicht. Bitte alle weghören. Ihr kennt den Thorsten auf eine gewisse Art und Weise. Und ich alleine kenne den Thorsten ganz, ganz anders. Und der Teil, den ich kenne, das ist der dunkle Teil. Und der Teil, den er mit mir auslöst, den er nur von mir zeigt. Ihr seht den Sonnenkreis. Nicht, dass er nicht auch sonnig mal wäre mit mir. Und das trägst du. Und das trage ich, ja. Das heißt, dass diese Projekte, wo ihr entschieden habt, Schritte zu machen, so wie wir das heute gesehen haben, helfen auch für die Kinder. Das heißt, wenn man Schritte macht und diese Schritte total macht, so, und wenn man mir das lernt, dann auf dem Weg des Werbens teilt sich alles. Sei es das Projekt oder diese sind auch eure Rettung. Thank you.
noch nicht ganz so trainiert, im Herz zu sein und gleichzeitig dem Verstand zu folgen. Deswegen habe ich habe das so ein bisschen schon verstanden, so, aber ich hätte irgendwie so hochschalten müssen. Und deswegen ist das nicht wirklich angekommen, was du gesagt hast. Ich habe versucht, es mit dem Herzen zu verstehen. Ist in Ordnung. Du bist zufrieden. Also ich fand das gerade enorm kostbar, dass du das einfach so gesagt hast, so ganz oft. Das ist ja in vielen Beziehungen so, dass da nach außen, ich habe das selber erlebt, ihr kennt mich ja, dass da halt nach außen hin meine Mutter immer eine Show gemacht hat und ja, überhaupt nicht ins Gerede kommen. Das ist halt so eine weibliche Schwäche, dass man halt da einfach Dinge nicht einfach rauslässt, nicht fließen lässt. So, hey, ja, klar, da ist halt das passiert und da hat er das gemacht und das soll jetzt die ganze Welt wissen. Und ich glaube, so tut sich bei vielen Frauen halt dann auch wahrscheinlich über Jahrzehnte, weil meine Mutter ja Jahrzehnte lang was aufschaut. So, ja. Und das fand ich total schön, also super, super, danke. Vielleicht komme ich gerade erst dahin, mir zu erlauben, da einen Wunsch zu entwickeln. Weil ich habe eine riesengroße Stärke. Ich kann für andere sehr groß denken. Aber für mich nicht so. Vielleicht können wir erst gemeinsam wirklich groß sein. Ja, es ist ein Weg. Partner zusammen sowas aufzuziehen. Wirklich in so eine total extreme Situation zu gehen. Mit dem Kind ist halt nochmal irgendwie, ich weiß es nicht von euch, aber also wer das durchhält und zusammen bleibt, ist ab. Wir sind nicht nur 1, 2, 50, 100, 100, 200, 300, 1000 Mal so ein Stück an der Trennung vorbei. Und es ist, wir haben nicht eine Beziehung, von der man sagen könnte, die sei sonderlich harmonisch. Und trotzdem ist in uns so ein Glaube, dass das richtig ist und dass es wichtig ist, dass wir zusammen sind. Dass wir diesen Weg gehen. Wir gehen durch die. Ey, wie oft habe ich gehört, sag mal, bist du Gaga? So. Auch in mir selbst. So, warum gehst du nicht? Ich bin hier. Zu zweit zu reden. Mhm. Und ich kann
großer Glaube, großer Zweifel und große Entschlossenheit. Das ist gut. Das war doch nicht die Harmonie. Okay. Das trifft auf uns beide zu. Zähle ich das alles wirklich von der Kamera? Das sind nur Projektionen, nicht zwei. Darfst du mal wieder. Danke. Wow. Ja, ich merke, dass diese Ehrlichkeit, die hier, diese Transparenz, die hier geschieht, dass es irgendwie ganz wesentlich ist für das, was wir auch, das, was wir in die Welt bringen wollen. Und das ist auch ganz egoistisch gedacht, weil bei dieser Transparenz merke ich, für mich gesprochen, eigentlich erstmal die Berührung und die Verbundenheit und das, um was es eigentlich geht. Und ich habe auch gemerkt, wir zeigen ja relativ viele Filme hier, dass für mich die Gesprächsrunden nach dem Film mit den Menschen, das war für mich immer so das Highlight. Eigentlich, da habe ich eigentlich erst gemerkt, warum ich das mache. Im Moment, wo ich da Filme abstrahle und ganz viele Informationen kommen und andere Menschen unterhalten sich, das ist auch sehr interessant. Und ich schaue mir auch, und ich schaue mir auch sehr gern Filme an. Aber so dieses, aber das hat irgendwie auch was Zweidimensionales. Die Filme oder die Bücher. Und diese eigentliche Tiefe, die entsteht für mich wirklich im Zusammensein mit Menschen. Dö, hoch und runter. Geh mal alleine, du schaffst das. Ja, geh einen Schritt. Na. Hier drin ist Wasser. Hier ist Glas. Ja. Und ich sage erstmal ganz profan an eine bessere Welt. Und auch der Wunsch, das mit vielen Menschen zu teilen, in Kontakt zu kommen. Aber oft genug weiß ich auch gar nicht genau, was uns verbindet. Soll ich sagen? Ja. Das ist schon wieder was Intimes. Ja. Intim. Was ist eigentlich intim? Okay. Ach so, das heißt es. Ja gut, dann stimmt es. Dann ist es intim. Danke. Jetzt weiß ich auch, was es im heißt. Team. Im Team. Ungefähr 2 Monate, nachdem Thorsten und ich uns kennengelernt haben. Circa 2 Monate. 2, 3 Monate. Hatten wir eine Begegnung, wo wir so eine starke Herzöffnung hatten. Miteinander. Die wir danach nicht wieder erlebt haben. Weil zwischen uns so viele Dinge passiert sind. Wo es ging eigentlich gleich danach los, dass wir uns gegenseitig in alle Wunden rein
gehauen haben, die da so sind. Und das machen wir eigentlich bis heute. Es ist halt einfach, einige Wunden sind halt schon geschlossen und wir haben echt viel geschafft. Viel geschafft. Und ich glaube gar nicht, dass ich das hier erzähle. Das ist so krass. Das ist so intim. Das ist einfach nur ein Film. Kleine Nebenbewerbung von mir. Krasser Film. Also ich bin gerade, ich lasse das gerade mal so Revue passieren, was hier war, und versuche das mal irgendwie so in einen Satz zu bringen. Oh, wir sind echt richtig durch die Hölle gegangen. Von Anfang an. Es gab, wir hatten nicht mal eine Woche, in der wir irgendwie sagen können, verliebt, tralala. Es ging so. So. Da war null Leichtigkeit, null gemeinsames Lachen, null tralala. Und wir sind da jetzt, wie lange? 6,5 Jahre. Verrückte Geschichte. In mir einen Weg für mich gesehen, und das ist die Transparenz. Das ist für mich mein Weg in mein Engelsein. Wisst ihr was? Ich verrate euch noch was. Wir fahren 6 Wochen in Urlaub. Yeah. Und wir wissen nicht, wie wir es bezahlen sollen. Nee, ist echt wahr. Wir haben Flüge gebucht und wissen nicht, wie wir es bezahlen sollen. Keine Schwale für Geld. Ich wurde vorhin schon gefragt, was ist hier mit dem Geld? Oh, der merkt gleich. Ja, wenn man eins gut könnte, dann den Sprung ins Leere.
Und Thorsten hatte Mut für 4 Wochen. Und ich habe gesagt, 6 Wochen. Und da wir eigentlich nie einer Meinung sind, haben wir uns angewöhnt, ja, wenigstens eine Nacht drüber schlafen. Und dann am nächsten Tag hat er gesagt, 6 Wochen. Nach Thailand, ne? Ja. Wow. Ja, das haben wir uns verdient. Ja, genau. Ich habe diese Wertschätzung, ich habe auch anfangs erlebt, dass ich echt Probleme hatte, teilweise auch Geld, so wie es die Firma erwirtschaftet hat, irgendwie für unser Privatleben auszugeben. Also ich war da immer total schräg drauf, wenn ich dann mal irgendwie was privat ausgegeben hatte aus dem Geschäftsgeld, dann habe ich irgendwie familienintern, dann war das irgendwie so wie so ein von mir beschlossenes Gesetz, dass das dann wieder irgendwie aus den privaten Töpfen, sage ich mal, wieder ausgeglichen wird. Ja. Ja, und jetzt komme ich erstmal darauf, hä, hallo? So, dass ich das so abgekoppelt habe, ne? Das Berufliche, wo ich irgendwie als Unternehmer funktioniere und das Private, wo ich eigentlich der Ort, wo ich empfangen kann, ja, persönlich. Dass da wie so eine Kluft war, so, und da bin ich gerade so in einem Prozess, wo die sich jetzt mehr, wo sich das mehr verbindet, mehr ist. Also ich merke bei mir, und ich denke, vielleicht spreche ich da auch für so ein kollektives männliches Feld, dass wir wirklich stark an unserem Verhältnis zum Geld arbeiten müssen. Also dieses Geld, das hat so eine starke Gravitation. Das, im Grunde genommen leuchtet nicht die Sonne da oben, sondern die Sonne des Geldes. Und das, ich merke das in mir selber, das war für mich teilweise so, ich mache mal eine kleine Schleife, dass als dieses Projekt angefangen hat, ja, wir bekommen beide noch Hartz IV und sind selbstständig. Ja, von der Seite aus hat man auch eine gewisse Druckkulisse. Ja, die wollen, dass man in bestimmten Zeitpunkten XY eben sich herausarbeitet und man ist immer rechenschaftspflichtig, es ist schon sehr, sehr knebelnd irgendwie und ich habe gemerkt, dass all das, was in mir passiert ist, in Bezug zum Geld, dass mich das teilweise in so einen Stress oder auch in so eine Angst gebracht hat. Als Noria geboren war, wurde das noch stärker in mir, kam das hervor, wahrscheinlich dieses männliche Prinzip, jetzt muss ich irgendwie für die Familie sorgen. Da bin ich noch mehr verrückt geworden und ausgetickt. Und das hat mir oft so weh getan, dass wenn ich dann hier auch vor den Filmen stehe, dann, dass ich manchmal nicht so, dass ich manchmal dann, 5 Besucher bedeutet das so und so viel Geld, ach, da können wir das wieder zahlen. Oder, also dass ich so in solche ganz kranken Energien eigentlich, dass die sich stärker in mir breit gemacht haben, so mit dem Geld. Ich da viel dran arbeiten musste, diese Spaltung, die ich mir da wahrgenommen habe, irgendwie zu überbrücken. Es trotzdem immer wieder zu schaffen, zu diesem Lebendigen zu kommen. Weil in diesem bloßen Funktionieren, in dem Rennen nach Geld, du stirbst. Du stirbst. Du wirst innerlich so leer. Du kannst zwar leben, bist trotzdem tot. Stand und es war klar, dass so und so viel für diese Veranstaltung, so und so viel Kontingent reinkommt. Und sie haben entschieden, dass dieser Kongress hier stattfinden darf. Und wir haben uns den Raum zur Verfügung gestellt, die Veranstaltung zu finden, ohne zu wissen, ob das Geld
Ja, also halb neun beginnt der Film. Wir könnten so einen Kaltstart machen innerhalb von 10 Minuten. Vielleicht auch nicht groß aufräumen, ein paar Stühle hinstellen. Das wird schon. Das war wichtig. Rübergehen. Schön, dass es dann nach hinten so einen offenen Rahmen hat, finde ich. Und dann kam hier in Ruhe die Veranstaltung rein, da war jetzt nicht den Druck und dann machen wir drüben die regionale. Und jeder kann für sich spüren und gucken. Wie ist das eigentlich? Es werden ja doch, Sabine? Es werden schon Leute draußen. Es werden doch viele jetzt dann fahren. Und soweit ich das verstanden habe, ist ja auch nochmal so ja noch mal im Raum so für den Abschluss sein. Und wenn wir viele fahren, finde ich das schön, wenn dafür noch Platz ist. Sich, also auch nochmal im Austausch oder dass nochmal die Möglichkeit ist, sich mitzuteilen. Weil sonst gehen die einfach. Wir müssen rüber. Ja, ja. So, also drüben ist ja die Zeit. Ja. Nur, dass man es ankündigt, sonst fahren jetzt einfach welche. Und das fände ich schade. So, dann grüße ich euch. Ja. Okay. Wir sind fertig für heute, Wiederholungen sind zu sehen. Hier ist eine andere Veranstaltung und den nächsten Vortrag werden wir in einem anderen Raum aufzeichnen, können wir nicht live senden. Hi Kerubin, grüße euch, bis morgen. Tschüss.